Vor der Küste der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan haben eine nächtliche Explosion und ein Feuer in der Nähe eines Erdgasfeldes im Kaspischen Meer zu einem Rätselraten geführt. Die Ursache war aber keine explodierende Bohrplattform, wie zuerst vermutet, sondern ein Naturphänomen, eine Schlammvulkanexplosion. Am Morgen danach ortete das Katastrophenschutzministerium einen frisch explodierten Schlammvulkan auf der kleinen Insel Dashli, 30 Kilometer vor der Küste Bakus. Weltweit sind bisher 1100 aktive Schlammvulkane bekannt. Ein Drittel davon finden sich in Aserbaidschan und einer der größten sogar direkt am Stadtrand von Baku,